Auf der Königstraße. Hier beginnt um 18 Uhr die 708. Montagsdemo gegen das Murks- und Skandalprojekt Stuttgart 21. Kommen Sie ruhig dazu, Sie werden einiges darüber erfahren, was da noch auf Sie zukommen wird und warum Ihnen das nicht gleichgültig sein sollte. Bis 18 Uhr wird Ihnen jetzt Thomas Felger die Wartezeit mit Side-Songs beschützen. Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier ein paar meiner Songs präsentieren darf. Das erste Lied ist auf Hochdeutsch und heißt Trotz allem. Ja, das handelt davon, dass wir Menschen ja oft unterschiedlicher Meinung sind, was ich persönlich jetzt auch gar nicht so schlimm finde. Man könnte fast sagen, es ist sogar das Wesen der Demokratie, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Und da würde ich mir auch wünschen, dass wir mal wieder lernen, einander zuzuhören, miteinander zu reden und im Zweifelsfall vielleicht auch die andere Meinung, die einem nicht passt, einfach stehen zu lassen. Ne? Ey, Eheleute kennen das ja vielleicht auch. Es gibt ja Eheleute, die sind schon 50 Jahre und länger verheiratet und sind seit dem ersten Tag ihrer Ehe zweierlei Meinung. Ist bei manchen chronisch bis zum Tod und trotz allem bleiben sie zusammen, ja? Weil das verbindende Element dann doch das Trennende überwiegt. Du sagst ja, ich sag vielleicht, du willst jetzt und ich erst gleich. Ich sag hier, hält man es aus, du wärst am liebsten schon zu Haus. Du bist gut drauf, mir geht es schlecht, mich regt was auf, dir ist es recht. Du stehst früh auf, ich lieg im Bett, wen ich nicht mag, findest du nett. Doch noch immer und trotz allem finde ich an dir Gefallen. Und trotz allem und noch viel mehr sagst du mir, ich lieb dich sehr. Doch wenn mich dann die Wut packt und den Schmerz in mir entflammt und du änderst die Tonlage und wirfst Sachen an die Wand, schau ich dann in dein Gesicht, scheinst du mir so furchtbar fremd und ich fühl mich mal dann weit von dir entfernt. Und ich denke es und ich fühle es und ich weiß es, jetzt ist Schluss und alles, was so schön war, ist vorbei. Doch dann spüre ich immer wieder deinen Nähe, deinen Kuss und dann fühle ich mich zu Haus. Ja, das lindert meinen Schmerz, der Film ist aus und ruhig schlägt mein Herz. Du isst gern süß, mir brennt der Sohn, bin ich zu blau, dann siehst du rot. Dein Hund ist süß, ich seh nur Kot. Ne Katze reicht mir halt so not. Mir ist so heiß, dir ist ganz kalt. Ich kenn den Preis, du kaufst es halt. Du fährst gern Auto, ich nur Bahn. Dich sticht der Hafer, mich plagt der Wahn. Doch noch immer und trotz allem findest du an mir Gefallen.
und trotz allem und noch viel mehr sagst du mir, ich geb dich nicht mehr her. Doch wenn dich dann die Wut packt und den Schmerz in dir entflammt und ich ändere die Tonlage und werf Sachen an die Wand, schaust du dann in mein Gesicht, scheine ich dir so furchtbar fremd und ich fühle mich bei deinem Weib von dir entfernt. Und du denkst es und du fühlst es und du weißt es, jetzt ist Schluss und alles, was so schön war, ist vorbei. Doch dann spürst du immer wieder meine Nähe, meinen Kuss und dann fühlst du dich zu Haus. Ja, das lindert deinen Schmerz, der Film ist aus und ruhig schlägt dein Herz. Ja, und wenn uns dann die Wut packt und den Schmerz in uns entflammt und wir schicken euch dann Drohnen und Raketen in euer Land, schaut ihr uns dann ins Gesicht, scheinen wir euch furchtbar fremd und wir fühlen uns bei deinem Bein von euch entfernt. Und ihr denkt es und ihr fühlt es und wir wissen, jetzt ist Schluss und alles, was so schön war, ist vorbei. Denn erst wenn die Waffen schweigen nach dem allerletzten Schuss, dann fühlen wir uns zu Haus. Ja, das lindert unseren Schmerz. Der Film ist aus, der Krieg ist aus und ruhig, ja ruhig schlägt das Herz. Vielen Dank. Also, das nächste Lied ist auf Schwäbisch. Das heißt, im Sommer, in Klammern, da fangen sie alle an zum Spinnen. Guckt euch mal um, da geben wir mir vielleicht recht, weil das ist auch so ein Phänomen, Spinner, den immer die anderen, nie mehr selber, gell? Passend zum sommerlichen Wetter in Stuttgart, ein Sommerhit. Jetzt ist wieder mal so weit, jeder Dackel macht sich breit. Im Wald und Wiese und in der Heide, ach du schöne Sommerzeit. Doch Vater tut sei Himmel dran, dass vor sein Ranzen sehr kam. Schmeißt schnell sein Riesengrill nur an und das Billigfleisch liegt auch schon da. Ja, bei dem Sommer, da fangen alle an zum Spinnen. Und jeder von einem Stück hinter es verbindet. Wo hockt im Wald mit Käfer und mit Spinnen. Ja, jeden zieht's jetzt aus dem Haus. Und jeder zweite zieht sich aus. Aber bei dem Sommer, da fangen sie halt alle an zum Spinnen. Auch Murner zeigt ganz ungeniert ihren dicken Hintern im Bikini. Den hat sie auf der Couch trainiert mit viel Hugo und Martini. Der Jung, der wickelt sich entscheidend und Gott mit seinen Kiefer freien. In Stadtpark auf der Reggae-Fest, sonst liegt er um die Zeit halt meistens so im Nest. Doch im Sommer, da fangen alle an zum Spinnen. Und jeder hat eine Angst, der kennt der West vom Pinnen. Wo hockt im Wald mit Käfer und mit Spinnen? Ja, jeden zieht's jetzt aus dem Haus. Und jeder Zweite zieht sich aus und bitte nicht. Bei dem Sommer, da fangen sie halt alle an zum Spinnen. Überall siehst Polizei,
weg mit Drogen und der Raserei. Da hocken sie Hähnlinge im Gebüsch und hoffen, dass man rauer Male euch vermischt. Und dann die Rocker überall mit ihren Jobbern. Und mancher weint, die kauft nicht in die Locker. Und wenn ihm da bei Hund oder Reife platzt, hat er so schnell vom Asphalt kratzt. Ja, weil im Sommer, da fangen die Leer zum Spinnen. Und jeder hat heute Angst, der Kinder will's verbinden. Ein Hund am See, mit Käfer und mit Spinnen. Ja, jeden zieht's jetzt aus dem Haus. Und jeder zieht sich neckig aus, so Augenkrebs. Bei dem Sommer fangen sie halt alle an zum Spinnen. Und da die militante Radfahrerfraktion, weil mit E-Motor fahrst du schnell auch ohne Kondition. Und wenn er einer über mein Stickle flitzt, dann griff er auf sein dummer Riesel auf der Spitz. Ja, weil im Sommer, da fang ich immer an zum Spinnen. Und jeder, der mir da dumm kommt, hat er dann wie kennen. Ich hocke im Garten mit Käfer und mit Spinnen. Ich mach mein Kehrwurf rund ums Haus und spionier die Nachbarn aus. Ab einem Sommer, da fang ich halt immer an zum Spinnen. Ab da, hör's auf, oder bin ich da? Vielen Dank, für viel Spaß bei der Demo, nachher gibt's nochmal eins. Liebe Freundinnen, herzlich willkommen zur 708. Montagsdemo gegen den klimaschädlichen und brandgefährlichen Stuttgarter Tunnelwahnsinn. Für den kompletten Erhalt des Kopfbahnhofs. Denn den werden wir brauchen, wenn wir tatsächlich eine Verkehrswende weg vom Pkw-Verkehr hin zur Schiene erleben wollen. Das war Thomas Felger, Liedermacher aus Leonberg. Herzlichen Dank, lieber Thomas, für deine musikalische Einstimmung mit deinen selbstgemachten Volkssongs. Sie können ihn nachher nochmal hören. Mein Name ist Julia Müller, ich bin 19 Jahre alt und bin durch die Fridays for Future-Bewegung politisch aktiv geworden und war die letzten Monate auch verkehrspolitisch engagiert im bundesweiten Bündnis Wir fahren zusammen. Ein Bündnis, das zwischen der Klimabewegung und den Beschäftigten im ÖPNV mit deren Gewerkschaft Verdi entstanden ist. In diesem Bündnis bringen wir zusammen, was zwingend zusammengehört, und zwar Klima- und Arbeitskampf für eine soziale und klimagerechte Verkehrswende. Konkret bedeutet das: Wir unterstützen die Forderungen der KollegInnen, die im ÖPNV arbeiten. Gute Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Denn sie sind es, die den ÖPNV am Laufen halten. Und nur mit ihnen kann ein langfristig gut ausgebauter ÖPNV und damit eine Mobilitätswende funktionieren. Und dass wir die so dringend wie noch nie brauchen, um von wirksamem Klimaschutz sprechen zu können, das wissen wir inzwischen, glaube ich, alle. Deshalb sagen wir, Klimakampf und Arbeitskampf müssen verbunden sein, um die Kräfte zu bündeln, die es braucht, um beides durchzusetzen. Denn die Kräfte, die das verkehrs- und klimapolitische Rollback wollen, die sind stark. Sie haben eine riesige Koalition, von den Parteien der Bundesregierung über die Auto- und Verbrennerlobby bis hin zu den internationalen Konzernen der Fossilindustrie. Öl, Gas, Kohle und auch Uran. Ihr legt euch schon lange, und wir uns jetzt auch schon seit Jahren, mit deren klimaschädlicher Politik an. Und die wird in Stuttgart nirgendwo so konkret sichtbar wie bei Stuttgart 21. Die Projektbetreiber stehen heute so blamiert da wie noch nie, weil sämtliche Versprechungen offensichtlich haltlose Propaganda zur Täuschung der Öffentlichkeit waren. Das Urteil des Stuttgarter Gerichts vom 7. Mai hat zwar klargestellt, dass der Vorstand der Deutschen Bahn kein Recht hat, sich Milliarden Mehrkosten bei Land und Stadt zu holen. Das sorgt bei den politischen Verantwortlichen für das ganze Stuttgart 21-Desaster natürlich vorläufig für Entspannung bei CDU, SPD, Grünen und der FDP. Ohne ihre ignorante Unterstützung für das Weiterbauen, koste es, was es wolle, gäbe es schon lange einen Baustopp und Debatten über Wege aus der Sackgasse Stuttgart 21. Der grüne Verkehrsminister gibt sich ja gerne als einer, der eigentlich auch dagegen war. Nutzt er jetzt die Situation, dass das Projekt offensichtlich bankrott und breit diskreditiert ist, für eine Offensive für den Erhalt des ganzen Kopfbahnhofs? Nicht im Entferntesten. Er gibt weiter den Flankenschützer für das kaputte Skandalprojekt
und jammert in einem offenen Brief an den Außenminister Wissing darüber, dass die Digitalisierung des Bahnknotens erstens finanziert und zweitens schneller fertig werden muss, damit Stuttgart 21 in Betrieb gehen kann. Was bedeutet, mit absehbar weiteren versenkten Milliarden würde der Bahnverkehr in Stuttgart massiv beschädigt und die Autolobby könnte wirklich die Sektpforten fallen lassen. Wir bleiben dabei. Das ist die schlechtestmögliche Option für Stuttgart und sagen, all diese verzweifelten Manöver, den Murks zu retten, der nicht zu retten ist, das ist nicht unsere Sache. Wir machen auf der Straße und in der Öffentlichkeit klar, dass für die Verkehrswende der Kopfbahnhof komplett erhalten werden muss. Dafür geht ihr schon so viele Jahre auf die Straße und das verdient auch Anerkennung und Unterstützung aus der Klimabewegung, von Fridays for Future bis zur letzten Generation. Deshalb haben wir ich auch Freundinnen die Eila und Elisabeth hier letztens erst Moderation übernommen. Denn um deutlich zu machen, dass der Erhalt des Kopfbahnhofs für die Verkehrswende unabdingbar ist, braucht es uns alle. Liebe Freundinnen, unser heutiger Redner wird sicher auch noch einmal das Kostenurteil und die aktuellen Winkelzüge der Projektunterstützer für uns kommentieren. Er ist zusammen mit Johanna Piax von der Linken Vorsitzender der Fraktion im Rathaus, der einzigen Fraktion, die wir als unsere Bündnispartner im Rathaus haben. Herzlich willkommen, Hannes Rockenbauch. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend zu diesem gemütlichen, ja, ich weiß nicht, was das für ein Abend ist, irgendwie gerade als ich noch los bin, kam auf mein Handy so eine Unwetterwarnung. Aber wir sind ja, solange unser Widerstand unglaubliche 708 Montagsdemos auch schon dauert, so einiges am Ertragen gewöhnt, da macht uns auch ein Wetterchen nicht nass. Und so kam es, dass ich in diesem Widerstand vor genau 15 Jahren hier schon mal auf dem Schlossplatz stand. Damals vor 15 Jahren, 2009 im Mai, da gab es noch keine Montagsdemonstrationen. Damals vor 15 Jahren waren die Grünen auch noch gegen Stuttgart 21. Ich war damals Einzelstadtrat von Stuttgart Ökologisch Sozial und wir waren genau wie jetzt kurz vor einer Kommunalwahl. Und hier war der Schlossplatz voll und wir haben gemeinsam unter dem Motto demonstriert, Stuttgart 21 abwählen. Jetzt stehe ich hier 15 Jahre später und bin schon irgendwie entsetzt. Alle guten Argumente, die ich damals in meine Rede eingebaut hatte, um zu begründen, warum wir Stuttgart 21 abwählen müssen am 7. Juni 2009, die sind heute eingetreten, die sind heute noch stärker wie damals. Und deswegen bleibe ich dabei, die nächsten 5 Jahre werden entscheiden darüber, ob wir oben bleiben oder nicht. Inzwischen ist klar, dass wir nicht nur bei Kostenexplosion recht hatten, bei Leistungsimplosion des Bahnhofs. Unsere Argumente bei Brandschutz werden durch all unsere Experten immer genauer und besser. Sondern wir erleben auch, dass es gerade für die Bahn AG nicht so gut läuft bei diesem Murks-Projekt 21. Ich meine, jetzt muss die, und das ist ja schon hochnotpeinlich, zugeben, dass oben bleiben, zumindest temporär, vielleicht doch die bessere Lösung ist. Und die Inbetriebnahme wird erstmal verschoben von Stuttgart 21. Ich glaube, nur noch die Stuttgarter Zeitung glaubt dann, dass im Juni genau nach der Kommunalwahl die Bahn AG dann wirklich uns reinen Wein einschenken wird und mal sagen, wann dieses kleine unterirdische Haltestellchen dann in Betrieb gehen soll. Wir wissen genau, dass die Probleme bei Stuttgart 21 inzwischen so fundamental sind, dass dieses Kartenhäuschen auf noch wackeligeren Füßen steht wie 2009. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Bahn AG jetzt erstmal, so wie dieses Murks-Projekt 21, auch ihre Klage auf Beteiligung an den Mehrkosten ziemlich dilettantisch gemacht hat. Ich war während der Prozessverkündung im Verwaltungsgericht und habe mir das angehört. Mit welcher Ruhe, aber auch mit welcher Klarheit und Entschiedenheit Richter Kern ein Argument nach dem anderen von der Bahn AG auseinandergenommen hat, um dann zum Schluss zu kommen, dass die Klage voll und ganz unzulässig ist.
vor wie unsere guten Argumente auf den Montagsdemo, nur halt im Gerichtssaal. Und das sollte uns alle aber nicht in der falschen Sicherheit wiegen. Weil am Ende, liebe Leute, sind vielleicht die Stuttgarterinnen und Stuttgarter jetzt nochmal davon gekommen. Aber auch wenn dieser erste Etappensieg wahrscheinlich noch weiter vor Gericht geht, am Ende ist es doch klar, dass wir alle wieder die Zeche zahlen werden. Entweder als Stuttgarterinnen und Stuttgarter, als Bahnfahrerin oder Bahnfahrer, wenn die Tickets teurer werden oder die Bahninfrastruktur noch weiter verkommt, weil man noch mehr Geld in Stuttgart verbuddelt, statt es zu investieren in den Schienenerhalt. Am Ende sind es immer die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die das zahlen. Deswegen freuen wir uns jetzt über diesen Etappensieg nicht so, wie die jetzt, die sich im Rathaus in falscher Sicherheit wiegen. Denn wir wissen auch genau, was das bedeutet. Was bedeutet es denn, wenn in einer Situation, wo die DB InfraGo gerade ihren neuen Netzzustandsbericht, ihren Infrastrukturzustandsbericht vorgelegt hat und feststellt, es fehlen in der Bahninfrastruktur, wenn man jetzt die Bahnhöfe dazu nimmt mal, dann fehlen uns 92 Milliarden Euro im Schienennetz, in der Schieneninfrastruktur. Die Bahnqualität wird für die Reisenden immer schlechter. Was bedeutet es, wenn in so einer Situation die Bahn AG einfach mal geschwind 7 Milliarden mehr zahlen muss, wenn das so weitergeht? Und der Richter war sich da ziemlich sicher. 7 Milliarden mehr, nochmal obendrauf. Dann sind wir bei den 100 Milliarden, weil wir wissen genau, dass es bei den 7 Milliarden bei den Kosten von S21 nicht bleiben wird. Was bedeutet das in einer Situation, wo die dritte Digitalisierungsstufe noch nicht durchfinanziert ist, wo sie noch nicht wissen, wie sie den Pfaffensteigtunnel, den sie für nötig halten, um irgendwie ihre Gäubahn an diesen Bahnhof ranzumurksen, wie sie den überhaupt zahlen sollen? Was bedeutet das in einer Situation, wo die Bahn und alle auch im Gemeinderat inzwischen zugeben, dass es weitere Netzergänzungen braucht? Nach Feuerbach und vielleicht von Feuerbach direkt nach Cannstatt, also diese ganzen Geschichten, die man verzweifelt nochmal investieren muss, damit man um den zu kleinen Bahnhof drumherum fahren kann. In einer Situation, wo da noch Milliarden auf uns lauern und nötig sind, um das Scheitern von Stuttgart 21 zu kaschieren, muss die Bahn AG aber woher 7 Milliarden Euro nehmen. Und wir wissen genau, was der Bund gerade macht. Da gibt es keine Milliarden auf der hohen Kante, zumindest nicht bei Lindner. In dieser Situation, wo die deutsche Umwelthilfe um den Anschluss der Gäubahn vor Gericht klagt, in dieser Situation, wo wir gerade erneut wieder auch von der deutschen Umwelthilfe, ein Umwelt- oder Klimaurteil gewonnen haben, die deutsche Umwelthilfe in Berlin-Brandenburg noch mal ganz klar dort auch die Gerichte feststellt, ja, liebe Leute, wenn ihr ein Klimaschutzgesetz macht, dann müsst ihr euch auch dran halten, auch an eure Ziele, auch an eure Sektorziele, auch bei der Verkehrswende müsst ihr euch an eure Klimaziele halten. Jetzt wieder gerichtlich bestätigt. Was bedeutet das in einer Situation, wo wir bestätigt kriegen und erleben, dass die Klimakatastrophe anders und in einer dramatischen Art und Weise, die ich mir vor 15 Jahren, wo ich hier oben stand, noch nicht vorstellen könnte, längst Realität ist, zu Milliardenschäden jährlich und zu Toten führt weltweit. In dieser Situation, wo die Klimakrise sich eskaliert, wir einen Bahnhof bauen, der nicht mal die Verkehrswende, nicht mal den heutigen Verkehr sicher abwickeln kann. Was bedeutet, dass wenn wir heute in einer Situation sind, wo wir wissen, dass wenn die Klimakatastrophe sich beschleunigt, wir unsere Stadt fit machen müssen auf das, was an Erwärmung sowieso auf uns zukommt. Und wir feststellen und wissen, dass das angeblich letzte Argument für diesen Milliardenmurks noch die städtebauliche Rosenstein-Fantasie Fata Morgana ein Klimakiller an sich ist, der die Qualität, die Lebensqualität von vielen tausenden Menschen im Talkessel bedroht. Nicht nur die Arten, nicht nur alles, was da kreucht und fleucht auf dem S21-Gelände, auf dem Rosenstein ist bedroht, sondern es ist eben auch das Leben der Menschen, die angewiesen sind, dass auch noch nachts ein frischer Wind weht und die Temperaturen hier in der Stadt zum Aushalten sind. Genau.
In so einer Situation, in der wir uns heute befinden, bin ich davon überzeugt. Ich weiß nicht genau, welche Karte das ist, die dieses Lügenhäuschen S21 dann am Ende zum Einstürzen bringt. Ob es jetzt am Ende der Brandschutz sein wird, eine weitere Kostenexplosion sein, ein weiteres technisches Problem bei der angeblichen Wunderwaffe ETCS, ja, also bei diesem Live-Experiment an einem so wichtigen Bahnknoten wie Stuttgart, wo noch keiner weiß, wie das ausgeht und wann das überhaupt jemals ausgeht und ob es überhaupt gut wird. Oder ob es am Ende vielleicht nicht dann doch darauf ankommt, dass es im Gemeinderat ein paar mehr Geiger gibt. So nach dem Motto, der ganze Gemeinderat ist besetzt von Tunnelparteien. Der ganze Gemeinderat? Nein. Eine Fraktion, bevölkert von unbeugsamen Stuttgart 21 Gegnerinnen, leistet Widerstand. Ja, es liegt jetzt in Ihrer Hand, ob diese Fraktion größer oder kleiner wird. Noch haben wir es in der Hand. Noch haben wir es in der Hand, ob wir gemeinsam oben bleiben. Und eins ist klar, dieser Zaubertrank, den es braucht, um unbeugsam zu sein, das sind die Montagsdemonstrationen. Hier wird der Zaubertrank fürs Unbeugsamsein gebraut, mit Wissen und Fakten und mit einem immer, wir bleiben dran und wir bleiben oben. Wir kommen wieder! In dieser entscheidenden Situation, wo die fünf nächsten Jahre so über unsere Zukunft entscheiden, kommt es eben auch darauf an, wer im Gemeinderat entscheidet, liebe Freundinnen und Freunde. Deswegen, schauen Sie sich um. Erinnern Sie sich an 2009. Wer stand da neben Ihnen? Wer hat mit Ihnen demonstriert? Und laden Sie und sprechen Sie, telefonieren Sie, mailen Sie, simsen Sie, was auch immer, genau diese Personen in dieser Situation, jetzt, wo wir es noch in der Hand haben, an und sagen, wie entscheidend es ist, am 9. Juni Stuttgart 21 abzuwählen. Und ich sage das nicht naiv, weil wer, wenn nicht wir, wissen, dass es durchs Wählen nicht von alleine besser wird. Wer, wenn nicht wir? Wir sind hier geschlagen und geprügelt von Wahlpartys, die wir hier schon gefeiert haben. Aber in einer Situation, wo Menschenfeinde, Antidemokraten und der Faschismus wieder an die Parlamente klopft, wo die CDU im Stuttgarter Gemeinderat sich immer mehr in Richtung AfD bewegt, da kommt es drauf an, dass wir konsequent ökologisch und sozial wählen und dass wir alles, was wir an Geld und Ressourcen haben, in den nächsten Jahren investieren, damit wir die Probleme lösen. Und die Probleme sind andere als so ein kleiner, zu gefährlicher Tunnelbahnhof. Wir müssen die Wärmewende, die Stromwende, die Verkehrswende, die Lebensqualität in unserer Stadt endlich so, dass es im Kessel noch bewohnbar bleibt, organisieren. Und wir müssen das auch alles bezahlen. Und es ist jetzt schon so. Das wird entscheidend sein in den nächsten 5 Jahren, dass das Geld fehlt, um Stuttgart 21 von Seiten der Stadt zu zahlen. Der Amtsleiter der Stadtkämmerei sagt immer, also liebe Gemeinderäte, ihr müsst euch jetzt mal so langsam entscheiden. Rosensteinbebauung, Oper, neue Sporthallen, all das funktioniert so nicht mehr. Wir sind inzwischen in einer Situation, wo wir nicht nur das Geld, sondern auch die Planungskapazitäten, die Ressourcen und vor allem das komplette Personal zusammenhalten müssen, um unsere Stadt, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren. Und das ist die Zukunftsaufgabe für die nächsten Jahre. Deswegen bitte ich Sie, gehen Sie alle wählen und wählen Sie konsequent die Fraktionen, die noch für oben bleiben ist. Damit wir, und das ist keine Frage, wir kommen wieder, wir machen weiter, wir bleiben dran. Wir bleiben gemeinsam oben. Wir kommen wieder! Dankeschön. Herzlichen Dank, Hannes Hoffenbauch, für deinen Tour Doppelsdorf von Stuttgart 21 bis zum Elend städtischer Klimaschutzpolitik. Du sagst mit gutem Grund, eine Mehrheit der Autofetischisten im Rathaus aus CDU, FDP, Freien Wählern und der AfD muss verhindert werden. Und konsequente Opposition gegen Stuttgart 21 findet ihr nur in der Fraktionsgemeinschaft von Linken und SOS.
Dann möchte ich gleich weitermachen mit einem großen Dank für eure Spendenbereitschaft. Ihr finanziert diese Kundgebung selbst. Eure Spenden in den Parkschützerdosen machen unsere Kundgebung möglich. Vielen Dank auch den fleißigen Spendensammlerinnen. Und jetzt dürft ihr noch einmal Thomas Helger hören. Applaus für Bühne 3. Ja, jetzt kommt mein kritisches Lied zur katastrophalen Situation im öffentlichen Nahverkehr. Ich habe es letztes Jahr schon gespielt, aber ich habe gedacht, es hat nichts an Aktualität eingebüßt. Der öffentliche Nahverkehr ist immer noch so schlecht wie nie. Der Verkehrsminister ist auch nur dasselbe. Das Einzige, was sich geändert hat, ich fahre jetzt nicht mit Bahn und Bus, gell? Ich darf es nicht mehr, mein Psychiater hat mir davon abgeraten, ganz dringend. Weil das hat ja mich so strapaziert die letzten 30 Jahre, muss ich sagen, dass das bei mir in Wahnvorstellungen geendet hat. Ja? Das war gar nicht lustig. Da habe ich mir doch tatsächlich dann eingebildet, dass mir irgendwann der goldene Klimaschützerorden am Band überreicht wird von der Landesregierung. Ja, das hört sich komisch an, aber ich habe dann beim Ministerbüro angerufen, beim Herrn Herrmann. Seine Sekretärin drangegangen, die hat gesagt, ich habe nicht mehr alle Latten am Zaun, die hat eine psychologische Notdienst geholt und jetzt darf ich keinen Bahn und Bus mehr fahren, ja, dass sich das nicht wiederholt. Naja, aber ich muss auch sagen, ich bin nicht böse auf den Herrn Herrmann oder auf den Herrn Kretschmer. Für mich sind es eigentlich sogar zwei Vorbilder mittlerweile, muss ich echt sagen, weil ich habe durch diese zwei Personen so viel gelernt wie durch niemand anderen in meinem ganzen Leben. Ja. Kein Lehrer hat mir so viel beigebracht, meine Eltern nicht mal Jesus Christus, ganz ehrlich. Ja. Nee, weil die haben mir vor Augen geführt, wie dumm ich eigentlich war, wie völlig bescheuert, dass ich 30 Jahre lang mit dem ÖPNV gefahren bin, während die zwei mit dem Dienstwagen durch die Gegend sich kutschieren lassen und mit dem Flugzeug fliegen, ja? Ich denke, das mache ich jetzt auch so, da bin heute mit meiner Privatschulgrüße da, das ist die Sabine, die steht da vorne, die hat mich mit dem Diesel hergefahren. War bequemer, war schneller, wahrscheinlich auch sicherer, zuverlässiger, na schneller war es nicht, stimmt nicht, wir sind im Stau gestanden, ja. Ja, aber auf lange Zeit habe ich sowieso auch vor, öfters mit dem Flugzeug zu fliegen, so wie der Herr Herrmann, der fliegt ja im Jahr 30 Mal, gell? Der Herr Kretschmann 29 Mal. Gell? Wir sind da ungefähr so 15.000 Tonnen CO2-Ausstoß pro Kopf, gell? Das ist denen scheißegal. Das habe ich auch von denen gelernt. Du darfst die überzogenen moralischen Ansprüche, die du an andere hast, niemals an dich selber anlegen. Ja, das funktioniert nicht. Naja, also wie gesagt, ich fliege dann auch öfters dann in nächster Zeit. Ich hoffe, dass ich nächstes Mal mit dem Flugzeug kommen kann. Deswegen geht jetzt auch da so ein kleines Spendenkästchen rum, gell? Mir fehlt da einfach das Kleingeld. Da könnt ihr auch fleißig reinschmeißen. Ne? Ich sag mal so, das war jetzt ganz gut mit dem Auto, aber der Fahrstil von der Sabine, der lässt da ein bisschen zu wünschen. Ich werde in Zukunft auch wieder mehr fliegen. Dann. Ah ja, das Lied heißt die Bahn- und Bus-Meditation. Seit 30 Jahren fahre ich schon mit Bahn und Bus. Mein Hausarzt sagt, damit ist jetzt Schluss. Der Puls auf 180, der Blutdruck am Arsch. Das passiert, wenn du in Ländle mit den Effis fahrst. Bei der S-Bahn ist halt wieder eine Weiche verreckt. Ihr rennt zum Bus, doch der fällt jetzt weg. Es fehlt an Personal und an der Infrastruktur. Ha, die hat man hingespart, was macht man jetzt nur? Ein dicker Bonus für den Vorstand, dafür hat man Geld. Dass man die Verbrecher oben schön bei Laune hält. Aus meiner schlechten Laune wird der Weilchen Hass. Schweiß auf der Stirn und das Gesicht ganz blass. Um Gottes Willen. Mein Hausarzt macht sich Sorgen um meine Konstitution und fragt, kennen Sie schon die Bahn- und Busmeditation? Bitte was? Habe ich noch nie gehört. Die Bahn- und Busmeditation ist doch der neueste Trend aus Amerika. Ich erzähle Ihnen mal, wie es geht. Das ist die Bahn- und Busmeditation. Regst du dich noch auf oder entspannst du schon? Komm, mach ne Hofbräu auf, hol was zum Kiefer raus. Weil mit ne kleinen Suft hält man das besser aus. Da rauscht ein Joint dazu, weil es ist jetzt egal. Und auf einmal ist dir alles, alles scheißegal. Funktioniert wirklich, müssen wir mal ausprobieren. Fahrst du ins Geschäft mit Bus und Zug? Wird es ein längerer Ausflug? Kommt er noch oder kommt er nicht? Am besten du laufst oder bleibst im Bett und fahrt noch ganz aus Versehen mal ein S-Bahn ein. Dann steckst du ein und fragst dich gleich, ja Heiland, zack,
wie kann es sein? Ich glaub, ich schlag Reelles kurz und klein. Die sitzen dreckig, da müll mal drum. Stinke du uns wie im Viehwaggon. Volksstopp mit Leid bis oben noch. Fahrt so langsam, du fragst, die komm ich jemals an. Ein bisschen machst du dann in dieser Situation die Bahn- und Bus-Meditation. Achtung, Achtung, werte Bahnfahrende und sonstige Fahrgäste innen des öffentlichen Nahverkehrs. Zur Vermeidung stressbedingter Ausfallerscheinungen empfehlen wir Ihnen dringend die regelmäßige Ausübung der sogenannten Bahn- und Bus-Meditation. Des Weiteren folgt nun eine Warndurchsage an der Herr Verkehrsminister Herrmann und unseren Landespate Winnie die Grätsche Kretschmann. Warte mal um, ihr zwei! Den euch beide bitte weiterhin den Stress ersparen, versehentlich mit Bus und Bahn zum Fahren. Nehmt lieber das Flugzeug oder dort den Strahlen. Ist doch viel bequemer und auch viel sicherer, wisst ihr doch warum? Bei manchem alten Dackel, dem schnappt im Nu, beim hektischen Bahnsteigwechsel Arschloch zu. Gott, es will immer noch nicht, oder? Es will immer noch nicht. Es ist die Bahn- und Bus-Meditation. Regst du den Hof oder entspannst du schon? Komm, mach den Hofbräu auf, hol was zum Kiefer raus. Weil mit einem kleinen Suff hält man es besser aus. Da rauschen Scheuter zu, weil es ist jetzt egal. Und auf einmal ist dir alles, alles scheißegal. Vielen Dank! Könnt ihr gerne mal auf meiner Homepage gehen, www.thomasfelger.de. Felge, Felger wie die Felge am Auto, das wird er. Danke! Thomas Felger, nochmal Applaus und herzlichen Dank für deine Lieder und deine Unterstützung. Wir hoffen, dass auch dein langer Atem dich einmal wieder auf unsere Bühne bringt. Liebe Freundinnen, ich möchte euch noch auf ein paar Veranstaltungen hinweisen. Veranstaltungen, die von Freunden unserer Bewegung organisiert werden. Zum einen steht eine Berlin-Fahrt an zur Aufsichtsratssitzung der DB am 26. Juni. Da gibt es Infos bei Markus Metzger, der steht am Parkschützerstand. Und es gibt in Stuttgart auch noch einige Veranstaltungen, das ist vielleicht für die manchen ein bisschen einfacher. Und zwar am Sonntag, den 2. Juni um 12 Uhr gibt es auf dem Marienplatz eine Veranstaltung gegen Rechts, initiiert von den Anstiftern. Dort soll aus voller Kehle gemeinsam gegen Hass und rechte Hetze und für die Menschenrechte gesungen werden. Und am Mittwoch, dem 12. Juni um 20 Uhr, läuft in der Rosenau der Flaneursalon unseres Unterstützers Joe Bauer, Stuttgarts wahre Lieder- und Geschichtenshow. Mit spannenden Künstlern sollte man auch nicht versäumen. Und kommende Woche, am Montag, dem 3. Juni um 18 Uhr, treffen wir uns wieder zur 709. Montagsdemo für Klimagerechtigkeit, für gute Bahn statt Tunnelbahn und für den kompletten Erhalt des Kopfbahnhofs mit Gollbahnanbindung. Aufgepasst hier, unsere Kundgebung muss am 3. Juni dort oben auf dem kleinen Schlosspark stattfinden, denn unten auf dem Schlosspark wird ab 17 Uhr die FDP, die Partei der Stadtleitung in den Porsche-Vorstand, Wahlkampfwaffen für soziale Kälte, Atomstrom und gegen die Verkehrswende mit den Herrn Lindner zusammen. Wir überlegen uns noch, wie wir dort unser Gegenprogramm sichtbar machen können. Das spart uns, dem Klima, dem Haushalt und dem Bahnverkehr Stuttgart 21 und dem Pfaffensteintunnel, statt auf RentnerInnen, BürgergeldbezieherInnen und KlimaschützerInnen herumzuhalten. Bitte informiert euch im Laufe der Woche auf BAAK21 und parkschützer.de über den Stand der Dinge. Danke, dass ihr am 3. Juni auch wieder dabei sein werdet. Der Demozug geht jetzt los zur Mahnwache, hinter dem Frontbanner und der Musik her. Euch alles Gute und auf Wiedersehen. Wach und oben bleiben. Applaus